Couch und dieses Mal ein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute haben wir das. Achso, es geht übrigens wieder eine Runde los im Ex-Detox-Kurs. 30 Tage, sehr leichtgewichtig, so alle zwei Tage ungefähr eine neue Aufgabe, Easy-Kurs. Ab 1. Was haben wir denn jetzt? 1. August, ja, ist noch ein bisschen hin. Wollte auch nochmal sagen, wirklich danke für den mega Support. Ich werde das bei Gelegenheit auch nochmal ein paar Sachen vielleicht vorlesen. Also mega Support, den ich bekommen habe von euch. War richtig cool. Und ja, ich bereite da auch ein paar ganz andere Videothemen vor. Also wird, glaube ich, spannend, weiter meinen Kanal zu abonnieren. Also bleibt dran. Guckt auch gerne mal auf Liebeschip vorbei. Und ich freue mich auch immer über Abonnements, Kommentare. Ich sage das immer nie. Also auch für die, die neu sind, immer auf Abonnieren klickt bei YouTube. Es kostet nichts, kriegt man immer Nachricht über die Videos. Habe aber auch diese kostenpflichtige Mitgliedschaft mit Mitglied werden. Da kann man nicht nochmal extra unterstützen. Man sagt, Mensch, das ist immer so cool, was der Christian sagt. Mache ich gerne. Jo. Genau. Und dann wollte ich mal hinweisen auf den Datingkurs für Männer, den neuen. Nutzt den Sommer noch mit dem Datingwissen und Polarität und all den Dingen. Ja, heute haben wir das schöne Thema. Unsere Beziehung hat so gelitten unter der Corona-Geschichte. Eine Mail von Ratschitschkula. Und ja, lieber Christian, erstmal vielen Dank für deine tolle Arbeit. Du hast mir schon sehr viel geholfen. Was du tust, war ein absoluter Gamechanger für mich. Ich habe keine Frage zur toxischen Beziehung. Ach, mega, freue mich auch mal. Ich rede gerne mal was anderes. Aber auch gerne über toxische Beziehungen, wenn ihr die Fragen habt. Mein Freund und ich kamen kurz vor der Corona-Pandemie zusammen. Wir hatten nicht viel Zeit als verliebtes Paar, bevor der Lockdown kam. Um uns kam die fehlende Auftragslage hinzu. Wir sind beide selbstständig und er ist inzwischen komplett arbeitslos. Manche Branchen haben es sehr schwer getroffen. Ja, ohne Frage. Also Corona ist aus meiner Sicht, gibt ja so viel darüber, aber aus meiner Sicht, ist es natürlich Krankheit und führt aber jetzt sozusagen aus so einer übergeordneten Ebene dazu, unter anderem, dass jeder sich nochmal irgendwie mit seinen Themen auseinandersetzen muss, so, ne? Also das ist mein Eindruck, jeder hat so, kriegt nochmal seine Themen auf den Tisch geklatscht regelrecht. So, muss ich gerade nochmal hier was ändern. Und gut. Ja, also jeder kriegt so seine Themen auf den Tisch geklatscht. Und bei den einen ist es, dass sie ja, gesundheitliche Ängste haben natürlich, logischerweise, bei anderen wirtschaftliche Ängste, also Beziehungsängste. Es ist Wahnsinn, was das nochmal alles aus uns rausgeholt hat an Themen. Also ich denke auch, dass es, ja, also aus meiner Sicht gibt es da auch so eine spirituelle Komponente, dass wir aus irgendwelchen Gründen vielleicht, um jetzt wirklich mal nochmal so alte Sachen nochmal zu bearbeiten, Schmerzpunkte, die wir haben, nochmal wirklich hinzugucken, damit es jetzt irgendwie vielleicht auf eine bessere Art weitergehen kann, so. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Und ja, das ist eben jetzt dein Thema, so was wir hier gerade haben. Ne? Plötzlich kam in die frisch verliebt Phase existenzielle Angst. Ja, das sind die Themen gerade. Ne? Finanzielle Nöte und persönliche Krisen. Das ist in einem Satz zusammengefasst, was, glaube ich, bei ganz vielen Menschen gerade ist. Das macht was mit Menschen. Wir wurden da zusammen ins kalte Wasser geschmissen und erleben erstmal die schlimmsten Phasen zusammen. Wobei das theoretisch auch eine Beziehung beflügeln könnte, aber
Aber oft ist es so, weiß ich auch von ganz viel von Paaren, also je höher der Stresspegel steigt, umso eher kippt man in so ein dysfunktionales Kommunikationsmuster oder man ist einfach zu gestresst für Sex oder ich weiß es nicht. Ist ja auch bei jedem anders. Die einen haben mehr Bock auf Sex unter Stress, die anderen weniger Bock. Ja. So, wo man am Anfang eigentlich auf rosa Ponys reitet, ja, rosa Ponys, und alles supi-duppi-duppi-duppi-duppi ist, hat uns das viel geraubt und wir haben nicht viel Quality-Time gehabt. Die aktuelle Lage belastet uns sehr und wir kommen jetzt nicht richtig hin, ein Happy-Pärchenleben zu führen. Aufgrund des Dauerstresses und der schlechten Stimmung kommt bei uns auch keine amoröse Stimmung auf. Ja, ja, schade, weil ich glaube, Sex ist einfach auch manchmal eine gute Sache, um Stress zu verarbeiten, so einfach den Körper mal ein bisschen wieder auf Null zu setzen und ja, schade. Sex ist also eher selten und wenn wir welchen haben, bin ich gedanklich oft woanders. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Er hat auch oft keine Lust. Ich dachte sogar dran, dass wir nochmal neu anfangen, aber wie soll das gehen? Hast du Tipps, wie man als frisch verliebtes Paar durch diese Zeit kommt und wie man die Beziehung wieder auf die Reihe bekommt, beziehungsweise auch auf die Spur bekommt? Ja, das ist ja die Frage. Seid ihr jetzt, würdet ihr sagen, ihr seid frisch verliebt? Hört sich jetzt gar nicht so an. Also klingt eher so nicht mehr so. Also ist dieses Verliebtheitsgefühl, ist das jetzt auch noch so? Ich sehe in diesem Partner jemanden, der eigentlich sehr gut zu mir passt und ich vermute, dass das alles anders gelaufen wäre, hätten wir eine normale Startphase gehabt. Über ein paar professionelle Tipps, wie wir diese Situation besser überstehen oder unabhängig von den äußeren Umständen zueinander finden, würde ich mich freuen, da ich nicht weiß, wie lange wir es noch so weitermachen können. Ja gut, also erstmal würde ich mich, ist natürlich jetzt schwer zu sagen von so einer Mail, aber was ich dazu sagen kann, also erstmal würde ich erstmal versuchen relaxen und würde sagen, hey, ich akzeptiere jetzt die Situation, das ist eigentlich immer so. Das erste ist erstmal akzeptieren, es ist so, das müssen wir jetzt mit leben. Und ja, auch sozusagen den Dingen so versuchen, den Dingen ihren Lauf zu lassen und einfach mal dieses beunruhigende Gefühl, was da jetzt aufkommt, diese Angst, die du da hast um die Beziehung, auch einfach erstmal zu akzeptieren. So, ne? Das, also einfach zu sagen, ja, das ist jetzt so und ich gucke mir die an. Ich gucke mir die an, wo da Themen sind von mir. Dann würde ich denken, ja, weiß nicht, wie oft ihr euch jetzt seht, dass ihr wirklich euch konzentriert auf Dates, ne? Dass ihr nicht sozusagen, wenn ihr schlecht drauf seid, ruhig mal was mit jemand anders machen und ansonsten, dass ihr euch wirklich sagt, okay, heute ist ein Date, heute reden wir nicht über so einen Mist. Wir versuchen einfach jetzt eine schöne Zeit zu haben für ein paar Stunden und dann kann man ja zum anderen Zeitpunkt mal wieder reden. Also der Anteil von Problemkommunikation zu frisch verliebter, super dupi rosa Pony Kommunikation, der müsste halt geändert werden. Jetzt kann man natürlich sagen, wir sind nicht so in der Stimmung, aber ist immer die Frage, was kommt zuerst? Ne? Also manchmal muss man einfach mal anfangen, wieder mit nett zueinander reden. Kommt man vielleicht auch in eine bessere Stimmung rein. Dann so, dann die Sachen aus dem Modul 0, jetzt zum Beispiel diese Rote Kreuzübung, würden hier natürlich auch helfen, dass du versuchst, mehr deine Gedanken mehr in den Griff zu kriegen. Ne? Es ist natürlich auch, es ist verständlich, aber es ist auch, ja, wie soll ich das mal sagen, du bist ja der Denker, ne? Du kannst auch mal sagen, okay, jetzt denke ich mal, also ich versuche es jetzt wirklich mal nicht den ganzen Tag dran zu denken, sondern phasenweise, kann einem auch meditieren helfen, zum Beispiel mehr so auf den Punkt zu kommen, wäre vielleicht auch für euch beide gut. Genau, und dann auch mal gucken, ist es wirklich nur Corona, will ich auch, ne? Also, das ist, habe jetzt auch von Paaren gehört, die es auch frisch zusammengekommen sind, die es eigentlich gut überstanden haben, ne? Und also jetzt nicht, dass ihr jetzt denkt, wir haben irgendwas falsch gemacht oder so, überhaupt nicht. Also jetzt nicht, dass man sich noch schlechter fühlt, so ist es nicht gedacht. Aber einfach mal zu gucken, okay, sind das wirklich nur Corona-Themen? Kann sein, ist vielleicht auch das Wahrscheinlichste. Aber ich würde trotzdem mal gucken, also wenn er zum Beispiel, warum hat er jetzt so wenig, oder ist warum ist schon zu viel gesagt, also ist das wirklich nur die Themen oder gibt es da noch andere Themen, dass er zum Beispiel keinen Bock auf Sex hat, so und ja, also da vielleicht mal ins Gespräch kommen über euch und nicht immer nur über die Situation gerade. Aber es ist natürlich
echt super schwer, wenn man so richtige Einschläge hat und Angst hat mit Aufträgen und es ist echt, das kann einen schon total von Füßen hauen. Ne? Das ist. Ich will trotzdem versuchen, mich gedanklich mit Best-Case-Szenarien zu befassen, auch wenn euch das noch so schwer fällt. Also wirklich gedanklich zu überlegen, okay, wie könnte alles wieder super gut laufen? Was wäre so der beste, also die beste Zeitlinie von jetzt sozusagen? Aber es ist leicht gesagt, aber ich sag's nur, dass ich es mal gesagt habe, nicht so viel mit so Worst-Case-Szenarien. Ja, ein paar Ideen dazu und ja, ich denke, wir werden uns bald wiedersehen. Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Christian Schemmeier, Paartherapeut, Psychotherapeut, das ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, ich wollte mal, ja egal, fangen wir mal so an. Geht mal heute um das Thema, ja, das manchmal gefährliche Halbwissen rund um Narzissmus. Ja, ich beobachte das schon länger. Das ist ja manchmal das Gefühl, dass so Psychologie eins der wenigen Sachen ist, die man. Wo vielleicht der eine oder andere meint, man müsste das nicht studieren oder sich da ausbilden oder und ich finde es echt schwierig. Ich habe lange überlegt, ob ich mal so ein Video mache, aber ich persönlich finde es echt schwierig, dass man über Begriffe, die erstmal nur sehr wenige Menschen wirklich betreffen. Klar, also viele Menschen haben, also alle haben irgendwo narzisstische Anteile, jeder kann mal narzisstisch gekränkt sein und aus dieser Kränkung Ego-Kränkung, vielleicht Sachen machen, die vielleicht narzisstisch rüberkommen, ich weiß es nicht. Aber erstmal, also jetzt in der Vollausprägung betreffen das nur wirklich sehr wenige Menschen. Und ja, also nicht jeder, der sich in Arschloch benimmt, ist ein Narzisst. Und also, ja, also was mich wirklich total aufregt, ist, dass da Begriffe, die wirklich. Ja, es sind psychiatrische Begriffe. Natürlich kann man da, ich meine, auf Social Media kann man alles Mögliche machen. Man kann seine eigene Meinung zu allem Möglichen sagen. Man kann seine, weiß ich nicht, seine eigene Betroffenheit oder was man dazu denkt. Alles fein. Aber wenn man da so, soll ich mal sagen, aus so einem Halbwissen vielleicht meint, tiefgehende Aussagen treffen zu können, wie die Welt ist, ohne dass. Ja, dass man in diesem Bereich wirklich vielleicht auch mal länger gearbeitet hat, dass man vielleicht auch mal, ob das jetzt eine ärztliche oder eine psychologische Psychotherapieausbildung hat oder irgendwas, was in die Richtung geht zumindest, finde ich das schwierig. Ja, vielleicht kann man auch meinetwegen psychologischen Heilpraktiker haben und darauf eine super Ausbildung aufgesetzt. Kleiner Heilpraktiker hat ja auch so seine. Naja, ist egal, will ich jetzt gar nicht reingehen. Aber darauf eine gute, oder meinetwegen auch, dass man, weiß ich nicht, auf andere Weise kann man sich das sicherlich reinziehen, aber es ist nicht dieses, das ist nicht, also wird es auch niemanden Rakete bauen lassen, der mal eben, weiß ich nicht, an der Volkshochschule 2 Wochen Physik studiert hat. Also, es ist schon ein bisschen kompliziert. Weil, also sozusagen die äußerst komplexen Dinge, die zwischen zwei Menschen passieren, so in toxischen Beziehungen, die wirklich so viele Layer haben, so viele, wo ich mal so unklar ist, wer ist der Täter, wer ist das Opfer oder ist wechselständig oder also diese ganzen Feinheiten zwischen co-abhängigen Tendenzen, narzisstischen Tendenzen, emotional instabilen Tendenzen oder einfach nur normalen Kommunikationsprobleme sind so. Komplex, dass ich finde, es ist schon wert, also bevor man da, wie gesagt, weitreichende Äußerungen drüber macht, dass man sich damit vielleicht mal beschäftigt hat. Und ja, zumindest wenn solche Aussagen über vielleicht die eigene Befindlichkeit oder eigentlich persönliche Meinung hinausgehen, so. Und also es liegt mir schon ziemlich auf der Seele, irgendwie auch schon länger, aber. Gut, es ist, wie es ist. Ist halt, die Welt ist bunt und das soll sie auch so sein. Und aber ich finde es schwierig, vor allen Dingen, wenn solche Begriffe, also so Narzissmus ist ja mittlerweile auch wirklich so ein Buzzword geworden. Ich meine, da kann man auch super, weiß ich auch, super Clickbait mit betreiben, dass mehr Videos geguckt werden. Aber es ist, diese Lösungen sind nicht so einfach, wie, glaube ich, viele denken. Es ist nicht so schwarz-weiß, wie viele denken.
Aber da ist momentan, kommt momentan so viel Wut und auch Hass im Kollektiv hoch, habe ich so das Gefühl, dass das muss vielleicht auch so sein. Das ist vielleicht jetzt eine schwierige Phase, bevor es hoffentlich in eine gute Richtung weitergeht und wir alle mehr ins Herz kommen. Aber da kommt so viel alter Wut und Hass hoch, der dann in so, ja, in so Kampfbegriffen manchmal abgearbeitet wird. Also natürlich gibt es Narzissten und natürlich gibt es Opfer in narzisstischen Beziehungen. Also das habe ich auch immer gesagt, da werde ich auch immer, es ist so. Aber wer da wer ist und wer da gerade, das ist manchmal nicht so einfach, wie man vielleicht denkt, ne? So, oder wie, so. Und das ist, ich würde mir halt einfach wünschen, aber das ist ein frommer Wunsch, dass das wirklich in dieser ganzen Komplexität und diesen ganzen feinen Abstufungen dargestellt wird und nicht so 0-1. Aber gut, es ist, wie es ist. Und aber was ich euch gerne mitgeben möchte, wenn ihr, egal wo, ob jetzt bei mir, bei anderen, Material rezipiert oder auch in Büchern oder was, also ich würde euch gerne mal, weil ihr seid, auf eine Art seid ihr alle Experten für euer eigenes Gefühl, ne? Also fühlt wirklich mal in euch rein, wenn ihr Dinge gehört, ob ihr euch danach besser fühlt oder ob ihr euch danach noch beschissener fühlt. Da würde ich wirklich mal. Und wenn man sich besser fühlt und verstanden fühlt, prima, aber wirklich mal in sich reinfühlen oder ob man das Gefühl hat, man ist noch mehr im Morast, noch mehr auch in der Verzweiflung, noch mehr. Ja, fühlt man sich einfach schlecht. Also es ist wie bei Essen. Also das muss ich auch, eigentlich muss ich das auch keiner sagen, was man essen soll, weil der Körper sagt einem das. Das tut mir gut, das tut mir nicht gut. Und insofern, ja, das ist, was ich euch gerne mitgeben würde. So, was auch immer ihr wo rezipiert, fühlt wirklich mal rein. Fühlt sich das gut an? Fühlt sich das aufbauend an? Fühlt sich das liebevoll an? Fühlt sich das an, auch meinetwegen liebevoll im Sinne von, ja, hier werden mal klare Sachen angesprochen, die sind vielleicht unangenehm, also auch liebevoll in der, also so in der Richtung. Und fühlt sich das wie eine Sache an, die mich wirklich aufbaut, auch wenn sie mich vielleicht erstmal fordert irgendwie? Oder ist es irgendwie, fühlt sich das an wie, boah, wie so noch mehr Treibsand, in dem ich so untergehe? Ja, da würde ich mal. Würde ich mal drüber nachdenken und dass man wirklich, wirklich guckt. Also, das kann man eigentlich bei allem sagen, auch bei Nachrichten und ich weiß nicht, was tut einem das wirklich gut? Ist das wirklich Sachen, die einem fühlt man sich nach besser, wenn man Nachrichten geguckt hat, schlechter? Aber bei diesem psychologischen Thema ist es auch so. Also, wenn ihr ja irgendwas rezipiert, tut euch das gut oder tut euch das nicht gut? Also, und ja, also ich finde es spannend und naja, egal. Ich will mich da jetzt nicht zu viel aufregen. Wir schauen, also gespannt über eure Kommentare und wie war's?